Na. Zerstörung trainieren. Will Zerstörung maximieren. Was? Lebst du noch? Wer von euch lebt noch? Ich habe immer noch Kampfmusik. Habe ich schon wieder den halben Dungeon gepult oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, die halbe Welt ist wieder hinter mir her. Die erste Vorstellung, eigentlich alle Bücher immer mitzunehmen zum Verkaufen, fand ich eigentlich ganz lustig, aber irgendwie wird das langsam richtig viel. So, hier steht noch, dass da noch auf der Karte, dass da eine Tür ist. Die ist aber wahrscheinlich unten. Oh, Bayer, aber hier! So. Gehen wir mal den ordnungsgemäßen Weg. Ich könnte zwar auch einfach runterspringen, aber man möchte ja nichts verpassen. Na komm, da ist denn doch ein Dietrich drauf. So. Umschlag. Erdbeere. Oh, jetzt habe ich schon wieder Lust auf Erdbeeren bekommen. Erdbeeren. Oh, warte mal. In dem letzten Raum war wieder eine Tür verzeichnet. Ich glaube, vielleicht gehe ich demnächst wieder ein bisschen auf meine Frostzauber. Hier ist doch eine Tür. Hm. Geheimgang an der Fackel oder so? Wahrscheinlich im Stockwerk über oder unter mir. Sehr gut möglich, das ist meistens so. Noch einer. Machen wir mal wieder ein bisschen Frost übrigens. Falls ich das jetzt noch nicht erwähnt haben sollte. Ich habe mich langsam an dem Geräusch von einem Feuerball, an diesem satt gehört. Ja, das war ein sehr zutreffendes Geräusch. Untergang der Paladine, ne, ne, ne. Oh, Untergang der Paladine, da hat mir auch Freezy empfohlen, den Band mal zu lesen. Das könnte sehr interessant werden, angeblich soll das auch recht storyrelevant sein. Und da Gervasius uns jetzt losgeschickt hat, um die Erbtafeln von Paladinen zu suchen, aha. Vielleicht hängt das ja alles irgendwie zusammen, vielleicht ist im Untergang der Paladine steht ein bisschen mehr, was, wo die sein könnten oder was die Erbtafeln bedeuten. Oder das tatsächlich, hui, Becken werfen. Oder ob diese, na, wie heißt's? Heißt ja Untergang der Paladine, also wahrscheinlich gibt's ja keine mehr. Und für Gervasius sollen wir rausfinden, ob nicht doch noch irgendwelche unterwegs sind. Und wer diese wären. Das sieht hier sehr lecker aus. Danke übrigens auch, letztens hat mir irgendjemand im Chat, in den Kommentaren geholfen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das war Nurich? Ich glaube, das war Nurich. Dass diese Fahnen hier, diese dreieckigen Wimpel heißen. Wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe. Gott, ich habe jetzt wirklich so viele Türen auf der Minimap gesehen. Aber nicht nur auf der Minimap, hier die ganze Zeit irgendwo. Gut, das war hier der Eingang, aber okay, bisschen übertrieben von wegen so viele Türen. Ich bin wahrscheinlich so oft hier diesen Gang auf und ab gegangen. Schattenharnisch, nee. Schnallenschuhe. Die Schnallenschuhe sahen eigentlich besonders aus. Kurze Frage an euch, sind die Schnallenschuhe... Nee, oder? Nein, okay, kann ich droppen? Das heißt, die sind auf jeden Fall nicht für die eine Gräfin da. Ja, das ist einfach nur ein stinknormaler Schattenharnisch. Ich behalte ihn erstmal drin, schmeiß ihn später weg. Falls wir andere, wertvollere Sachen finden. Ich dachte, ich wäre schon an dem Punkt angekommen mit der Rüstung, die ich hier drin ja angeblich finden soll. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Oh Gott, fast 3 Stunden! Kann doch nicht so lange aufnehmen. Das macht mich wahnsinnig. Stone, du bist sowieso schon lang. Langsinnig. Seht ihr, was passiert? Du kannst mir nichts vormachen. Du kannst mir doch was vormachen. Ah, fuck. Da bist du.
So, das war's auch schon. Nein, 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 nein. Stab bitte nicht durch den Boden fallen. Nur ein Silberlangschwert. Boring. Leichentrauer. Ah, interessant. Oh, ich weiß, wozu das hier ein Reference ist. Glaube ich. Also, dass das hier ein Mini-Easter Egg sein könnte. Oh, das hat er sich aber schön hier zurechtgelegt. Und... Yay! Yay! So, ich lasse euch mal etwas Zeit zu überlegen, was Leichentrauer sein könnte, an was das angelehnt sein könnte. Und, schon dahinter gekommen. Hat jemand von euch Diablo 2 gespielt? Mit Röckchen. Finde ich, sieht verdammt geil aus. Wisst ihr noch, wie geil ich es fand hier? Oh, Schattenharnisch, voll geil, voll geil. Leichte Rüstung? Nee, doof. Schwere Rüstung, nice. Moment kurz. Hauen wir mal kurz hier alles zusammen. 14 Rüstung. Oh, sogar so gut wie mein Harnisch der Nordkönige. Ich glaube, das habt ihr ernst gemeint, als ihr gesagt habt, hey Stone, du könntest da was Neues finden. Schaden reflektieren 2% ist sehr wenig, bringt nicht so viel. Beziehungsweise bei Oblivion hieß es ja eigentlich nicht Schaden reflektieren 2%, sondern 2% Chance, den kompletten Schaden zu reflektieren. Lebensenergie festigen 5 Punkte. Und ich habe hier aber Stärke, gut, Schwertkampfblocken sind eigentlich egal, aber ich habe hier die Stärke. 4 Punkte Stärke, wodurch ich natürlich einmal, und 5 Punkte Leben sind natürlich total wenig. Mein Zwergenharnisch hat allein schon 10 Punkte Leben gehabt. Also, aber ich hätte ich noch den Zwergenharnisch angehabt, ich sehe vor allem noch so schön schlank hier aus, so, oh, Sana, hallo. Ich mag deine betonten Features auf Brusthöhe. Was, Don? Oh mein Gott, was sagst du da? Nein, aber finde ich auf jeden Fall deutlich stylischer, aber derzeit bringt mir das hier mehr, weil 4 Stärkepunkte einfach 5 Lebensenergiepunkten vorzuziehen sind, erstens. Und ich kriege noch zusätzlich zu den 4 Stärkepunkten nochmal einen Skill von 5 plus 5 auf schwere Rüstung. Bringt mir jetzt rüstungswertmäßig nichts, glaube ich. Ja, 64 bleibt 64. Bringt mir nicht so viel, aber das passt auch besser zum Gesamtaussehen derzeit, das Nordkönige-Ding. Aber na gut, ihr konntet ja nicht wissen, dass ich jetzt während der Aufnahme, während wir so ewig, also schon eine ordentliche Portion im Nordreich unterwegs waren, dass wir dort einen besseren Harnisch finden würden. Shit. Meine Hühner könnten dich niederringen. Echt, könnten sie das? Jetzt habe ich doch wieder auf mein Ding gewechselt, auf meinen Feuerzauber. Das ist schon dieser automatische Griff zur Tastatur, immer die 4 zu drücken. Und wir haben sogar ein Level-Up, nice. Und dann schauen wir gerade mal noch. Wo führt uns das hin? Ah, genau, das war das hier oben, wo ich mir dachte so, da muss doch irgendwo einen Weg dahin führen. Das ist ja aber einfach irgendwie nur ein Balkon, sonst ist hier gar nichts. Gut. Also, meine Freunde, ich möchte nur nochmal wiederholen, dass laut eurer Aussage diese Ruine oder diese Anlage hier die schwerste oder eine der schwersten im Mittelreich gewesen sein soll. Ja, und die Person, die mir das gesagt hat, hat gesagt, ich war aber auch mit Level 23 drin. Wir waren jetzt mit Level 25 drin. Ich meine, jetzt habe ich ein Level-Up auf Stufe 26, also das habe ich erst ganz am Ende bekommen. Und meine Freunde, 100 Intelligenz, wir haben den Maximalwert von Intelligenz erreicht. Sehr gut, sehr schöner Fortschritt, gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt aber nur durch die Quest von Gervasius und durch die Abgabe der Spinnenseide so viele XP-Boosts gehabt. Wir haben allein durch die Abgabe von Quests fast ein ganzes halbes Level bekommen. Deswegen haben wir auch keine großartigen Boni auf Stärke und sowas. Aber ich würde sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Stärkepunkt und einem Willenskraftpunkt, gehe ich auf Stärke. Allein schon, weil ich mehr tragen kann dadurch. Geschicklichkeit ist egal, das ist auf einem relativ zufriedenstellenden Wert derzeit, bei 50, das ist ganz gut. Und Charisma brauche ich sowieso nicht. Ich brauche kein Charisma. Was bringt Charisma nochmal? Handeln und Feilschen beeinflussen. Ja, wir haben eh genug Geld, also das ist schon okay. So, 100 Intelligenz. Ich glaube, schadensmäßig macht es... Oh, bin ich gerade verwirrt. Bestimmt Mana-Menge und Mana-Verbrauch.
Genau, steht sogar dabei, also steht gerade nicht dabei, dass sich dadurch unser Schaden erhöht. So, ich wollte kurz mal hier nachgucken. Ne, steht immer noch 82, genau. Aber wir können gucken, wie hoch jetzt die Mana-Kosten geworden sind. Nur noch 21 für den Frostzauber und für den Feuerzauber nur noch 29, also richtig schön billig. So. Nein, zu früh gedrückt. Nein, zu früh gedrückt. Nein, zu früh gedrückt. Oh man. Ich nehme schon 3 Stunden auf. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Schlösser knacken. Was erwartet ihr von mir? Irgendwelche motorischen Fähigkeiten? Und ich sehe die Sache mit den Schlössern sowieso mittlerweile ein bisschen lockerer. Was macht ihr denn hier? Oh, aber ich muss sagen, die Feuer... Oh, Mann. Die Feuerzauber sind bei Ratten deutlich effektiver. Gott, hörst du mal auf so rum? Geh mir doch nicht auf den Sack. Meine Güte, ey. Die kleinen Nager sind ja Weltmeister im Springen. So, meine Freunde. Also, ich glaube... Wir haben jetzt soeben... wirklich... das höchste, also laut euren Aussagen, das höchste, was das Mittelreich zu bieten hat, hinter uns gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann stolzerweise sagen, wir sind mittlerweile aus diesen Schuhen rausgewachsen. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, mit der Zeit das Mittelreich voll und ganz hinter uns zu lassen, zumindest was die Stufe angeht. Vielleicht werden wir noch den ein oder anderen Ausflug hier machen im Mittelreich, einfach um vielleicht irgendwelche interessanten Ruinen zu erkunden. Falls ihr irgendwelche interessanten Vorschläge habt, dann können wir hier gerne irgendwann mal noch. Was zur Hölle? Also ich habe den Endboss besiegt, ich habe das Nerim-Zeichen. Warum ist die Wand hier anders gefärbt? Ich nehme mal an, Bug, bitte korrigiert mich. Ach, hier ist nochmal sowas. Okay, also haben die nur die falsche Textur eingefügt wahrscheinlich hier. Und nein, das gehört nicht zu diesem Steinbogen. Es hat zwar dieselbe Farbe, aber das ist seitlich nie an denen dran, wie man auch hier sieht. Das ist außerdem an dieser Rückwand, nicht an dieser Wand. Bevor mir wieder irgendjemand sagt, ja Stone, aber das da hat zum Steinbogen gehört. Nein, hat's nicht. So, haufenweise Leichen am Eingang. Ja, Mandon-Festung, meine lieben Freunde. Ja, viele haben es mir empfohlen. Die Rüstung wäre auch richtig geil gewesen, beziehungsweise ähnlich gut wie mein Zwergenharnisch, würde aber auf jeden Fall 100-mal besser aussehen als mein Zwergenharnisch. Aber mittlerweile bin ich mit meiner Rüstung auch ziemlich zufrieden. Sieht auch ganz stylisch aus. Ich bin glücklich. So, Mandon-Festung. Und dann würde ich jetzt sagen, das Einzige, was ich jetzt wirklich noch machen werde... ist hier den Teleport, den, wo ist es? Ich habe jetzt wieder so viele Sachen eingesammelt, dass ich eigentlich schon fast wieder verkaufen gehen könnte. Aber das mache ich erst, wenn ich den Kopfgeldauftrag wahrscheinlich erledigt habe. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier. Und mit unserer Bonnie werden wir dann das nächste Mal bei der nächsten Aufnahme, weil die Zeit wird langsam knapp, hier nach unten laufen und hier über die Brücke marschieren. Vielleicht fange ich mit der Aufnahme auch erst an, wenn ich schon an der Brücke bin. Tragen können wir derzeit noch genug. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns das nächste Mal beim richtigen, also was heißt beim richtigen, beim offiziellen Zugang zum Nordreich. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen storymäßig mehr mitnehmen können und uns anschauen können, wie der Krieg gewütet hat. Also, wir sehen uns mit der nächsten Aufnahme beim Nordreich. Bis dann, meine Freunde. Und vergesst natürlich nicht, falls euch das Let's Play gefällt, ne? Ihr wisst, was ihr zu erledigen habt, meine Freunde. Bis dann.